Herzlich willkommen zu diesem Videolernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Markus und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Geradengleichungen. Du findest das Arbeitsblatt in einem Link unterhalb vom Video. Bitte lade es nun herunter und halte es griffbereit. Am besten ist es sicher, wenn du das Arbeitsblatt auch ausdrucken kannst. Verschaffen wir uns nun gemeinsam einen kurzen Überblick über das Thema Geradengleichungen. Eine Geradengleichung ist eine Gleichung, die sehr oft in der Form y ist gleich k mal x plus d geschrieben wird. Diese Form bezeichnet man als die sogenannte Hauptform oder auch manchmal Funktionsform. Der geraden Gleichung. Dabei steht der Wert k für die Steigung der Geraden und der Wert d ist der sogenannte y-Achsenabschnitt. Das heißt, jener Wert, also jener Wert der y-Koordinate, bei dem die Geraden die y-Achse schneidet. Und dort der Wert der y-Koordinate. Nun ist es so, dass für eine Geradengleichung gibt es Wertepaare von x und y, also jeweils einen y-Wert und zugehörigen x-Wert, die diese Gleichung erfüllen, also die eine Lösung dieser Gleichung sind. Das heißt, wir finden Punkte, nämlich ein x-Wert und ein y-Wert gemeinsam oder eine x-Koordinate und eine y-Koordinate gemeinsam ergeben ja einen Punkt. Das heißt, wir finden verschiedene Punkte, die Lösungen dieser geraden Gleichung sind. Und fasst man nun all diese Punkte zusammen, erhält man eine Lösungsmenge und die Lösungsmenge einer geraden Gleichung ist schließlich eine Gerade. Denn fasst man viele Punkte zusammen, dann erhält man eine Geraden. Das heißt, die Lösungsmenge einer Geradengleichung kann man in einem Koordinatensystem als Gerade darstellen. Schauen wir uns das Ganze nun an. Das heißt, wir haben ein Koordinatensystem mit einer x-Achse und einer y-Achse. Und nun können wir hier in diesem Koordinatensystem eine Geraden einzeichnen. Und diese Geraden ist die Lösungsmenge einer Geradengleichung. Hierbei ist dieser Wert hier, also diese y-Koordinate, ist der Wert d, also der y-Achsenabschnitt, den wir vorher schon hier benannt haben. Und wir können hier auch die Steigung der Geraden ablesen. Dafür wählen wir zwei beliebige Punkte. Nennen wir sie zum Beispiel P1 und P2, die auf dieser Geraden liegen und schauen uns dann den x-Abstand und den y-Abstand zwischen den beiden Punkten an. Den x-Abstand, das ist sozusagen, wie weit müssen wir auf der x-Achse gehen, damit wir vom Punkt P1 beim Punkt P2 landen, den nennen wir einfach Delta x, wobei das Delta für Differenz steht. Also die Differenz zwischen der x-Koordinate bei P2 und der x-Koordinate bei P1. Und den y-Abstand erhalten wir, also wie weit müssen wir auf der y-Achse gehen, damit wir von P1 zu P2 kommen. Und diesen nennen wir Delta y. Die Steigung der Geraden können wir nun berechnen, mit dem Verhältnis der y-Änderung mit der zugehörigen x-Änderung. Eine Geradengleichung kann auch in der sogenannten allgemeinen Form gegeben sein. Diese lautet a mal x plus b mal y ist gleich c.
Wenn man eine Geradengleichung in der allgemeinen Form gegeben hat, dann kann man diese immer auf die Funktionsform umformen. Machen wir das nun schnell gemeinsam. Wir können hier minus a mal x rechnen. Dann erhalten wir b mal y ist gleich minus a mal x plus c. Nun dividieren wir die gesamte Gleichung durch b. Dann erhalten wir y ist gleich minus a durch b mal x plus c durch b. Und nun kann man schon erkennen, dass wir nun die allgemeine Form in die Funktionsform gebracht haben, wobei minus a durch b unserer Steigung k entspricht und c durch b entspricht dem y-Achsenabschnitt d. Oft hat man bei einem Beispiel einen Punkt gegeben, durch den die Geraden durchgehen soll und die Steigung der Geraden. Das heißt, wir haben ein Beispiel, bei dem gegeben ist, der Punkt P mit der x-Koordinate x0 und der y-Koordinate y0 und die Steigung k. Das heißt, gesucht ist die Gleichung einer Geraden, die durch den Punkt P geht und die die Steigung k hat. Und dafür, um diese Aufgabe sehr einfach zu lösen, können wir die sogenannte Punktsteigungsform verwenden. Diese lautet, y ist gleich k mal x minus x0 plus y0. Der große Vorteil bei der Punktsteigungsform ist, dass wenn wir die Steigung der Geraden gegeben haben und einen Punkt kennen, durch den sie durchgehen soll, dann können wir hier einfach die Steigung, also auch die x-Koordinate und die y-Koordinate vom Punkt einfach einsetzen und wir haben die Geradengleichung bereits gefunden. Das sollte dir einen guten Überblick über das Thema Geradengleichungen geben und in den nächsten Videos werden wir uns noch vertieft in das Thema stürzen.